Bus. Servus Leute, willkommen zurück bei Bus Simulator 2021. Irgendwo auf dieser Map verteilt befindet sich Tiger. An der Stelle ist Servus Tiger, Digga, mein Ohr. Servus Batix. So, jetzt. Ach, Scheiße, hallo. Jetzt muss ich aber mal ganz schnell auf die Tube drücken. Ich bin schon 30 Minuten hinten dran. Hab noch 1, 2, 3 Bushaltestellen. Oh Mann, ja, ich bin jetzt auch schon ein paar Sekunden hinten dran. Ja, Sekunden, Digga, bei mir ist es fast eine Viertelstunde. Geht mal gar nicht. Nur weil du mir jetzt in der Aufnahmepause noch schön was geschickt hast und ich das angucken muss, jetzt komme ich auch noch 20 Sekunden gefühlt zu spät an. Oder? Ja, genau. Hier ist die Bushaltestelle. Es sind 26 Minuten zu spät, bis die Türen aufgingen. Ja, genau. Ja, bei mir 13 Minuten und 30 Sekunden, Alter. Ich möchte mehrere Fahrkarten kaufen. Das denke ich mir auch immer, dass ich nicht so lange spielen soll. Das denke ich mir auch jedes Mal. Beziehungsweise ich sollte nicht immer so lange YouTube gucken, wenn dann nächsten Tag Schule ist. Danke. Bitte. Sehr gerne. Ich will einfach aus Prinzip schon gucken. Hat sich bei dir jemand bedankt für die riesen Verspätung? Nö. Nicht? Digga, ich will mich nicht neben so einen Typen setzen, hallo. Ich hab meinen Chefplatz vorne. Ja, Digga, dich muss man auch verstehen. Vorne ist so viel Platz und wegen dir muss ich jetzt hier komplett durch den ganzen Bus laufen. Hallo, ich bin Busfahrer, ich bin faul, was soll denn das? Ja. Na, doch wenigstens 120 gezahlt dafür, dass du nach hinten gelaufen bist. Nein. Also wenn es ein R gewesen wäre, dann wäre es ein komischer R gewesen. Mit langen Haaren, Busen. Alter, ich bin gegen Hindernis gefahren, also es war eine Bodenwelle. Okay. Das sind gleich über 1000 Euro Schaden. Ja, Digga, muss man nicht verstehen. Ja. Ja, safe. Nächste. Also Leute, nur ganz kurz am Rande. Ja, ich habe Zeittag bekommen. Nein, das meinte ich eigentlich nicht, aber. Ey, ja. Ja, Digga, du kriegst safe so schnell wieder dein Geld. Echt? Was möchte denn eine normale Wochenkarte? Danke. Bist du noch da, Batix? Ja, da, wieso? Wenn du irgendwas anfangen wolltest. Ja, Moment, ich muss mich gerade konzentrieren, ich muss Mathematik machen. Nee, du kriegst keine. Aus dem Grund, weil du so höflich gefragt hast. Digga, du bist doch kein Senior, willst du mich verarschen? Safe, Digga, der will bloß billiger haben. Safe. Drecksack. Ja, jetzt will er auch noch Rückgeld von mir haben. Ja, will. Komm, nimm deine Karten und zieh die Leine, Alter. Ich hab's sackt hier. Junges. Also kurz, Tigo und ich wollten kurz was ansprechen. Hallo, mein Bus ist zu, du Sack. Und zwar geht es um Folgendes: Wer das letzte Bus-Simulator-Video von uns angeschaut hat, der hat vielleicht gemerkt, dass Bus-Simulator gerade nicht mehr so läuft, wie es laufen soll, so rum. Allein, weil da jetzt ja irgendwie alles auf... Hallo, was soll das jetzt? Digga, nee, alles nicht. Digga, ich komm nicht mehr klar, Digga, ich sag dir ganz ehrlich. Also, die Ansage oben ist ja auf Deutsch, es ist nur die Ansage unten. Hey, korrekt geblinkt, sonstiges, Ja, aber wenn jetzt irgendwas dran steht, so von using, was weiß ich was da letztes Mal dran steht, Digga, ich hab kein Wort verstanden. Keine Ahnung, was er von mir wollte, so. Und ich meine, auf dem letzten Video habt ihr vielleicht auch gesehen, wer es angeguckt hat, dass die ganze Zeit unser Bus gebuggt ist, also nicht nur bei mir, sondern auch bei Tiger. Wir hatten weder irgendwelche Updates laufen im Hintergrund noch am PC irgendwas, also ich weiß nicht, was sie am letzten Update gemacht haben. Ja, ich meine, du verbrauchst einen Haufen Gigabyte für das Spiel und du verändern tut sich nicht großartig, eher verschlechtern.
Und deswegen sollte das jetzt das Abschiedsvideo von Bussimulator 2021 gewesen. Danke. Oder sollte es werden. Und stattdessen würden wir jetzt viermal in der Woche Dying Light aufnehmen. Freue mich auf jeden Fall schon mega. Das Spiel, das ist einfach so geil. Es macht süchtig, sage ich euch ganz ehrlich. Nur, dass ihr Bescheid wisst und nicht dann, ja, was ist jetzt los? Und aber ihr merkt es ja selber, es läuft nicht so, wie es laufen sollte, laut den ganzen Updates. Die schreiben immer, vor allem dieses Geschisse mit der dummen Katze da die ganze Zeit. Das ist so hundshalt. Das können sie auch mal raus, Mann. Das geht ja irgendwann auf den Keks so. Ja. Hier ist ein kleiner Foto von meiner Katze. Sie heißt Mauzi. Digga, schieb dir deine Mauzi in die Tonne rein, klopf sie rein hier. Schick mir dann ein Bild. Vielleicht wird es dann witziger wenigstens. Guck mal, meine Katze Mauzi ist in der Mülltonne. Aber jedes Mal, das war bei Bussimulator 2020 auch. Und bei Fernbussimulator war das genau das gleiche Geschisse. Da sollte ich irgendwann mal was Neues machen. Digga, meine PS, die ist laut wie ein Düsen-Chat, wenn jedes Mal mehr Gigabyte draufkommen. Und für was? Für ein Witz, guck mal die Grafik an, Digga. Das sieht eher aus wie ein Weltuntergang von der Grafik her und nicht wie irgendwie Regen oder so. Ja, also ganz ehrlich, die Grafik fällt mir für ein Spiel, wo 2021 rauskommt, ist eher straff. Alter, das geht doch nicht. Ja, vor allem der Preis, was wir dafür gezahlt haben, das ist ja auch unter aller Sau. Das erinnert mich halt noch an so die alten Zeiten, GTA San Andreas. GTA 4, ja oder so. Digga, da läuft GTA 5 besser. GTA 4 hat eine bessere Grafik. GTA 5, das ist Welten davon entfernt. Ja gut, ich meine, es ist überdacht, dass sie verschiedene, verschiedene Wetter hinzugefügt haben, aber Leute, das sieht, Alter, du willst mir nicht sagen, dass es Regen ist, so. Es ist aber auch, wenn Sonnenschein ist, es hat einfach nichts richtig Kontext. Ja. Ja, vor allem bei manchen Stellen siehst du halt auch, dass es richtig gepixelt ist. Da zum Beispiel die Palmen die ganze Zeit, die sind so verpixelt. Ja. Du siehst halt, wie wenn du auf so einem alten Röhrenfernseher zocken würdest. So auf der Xbox genau. 1 oder PlayStation 2 oder so. Habe ich ja alles beides auch hier. Also, kann ich gerade vergleichen. Ne. Und für den Preis, was waren's? Wir haben doch die. Meistens holen wir die Ultimative Edition oder die. Ja, klar, die Deluxe-Version. Hallo. Nee, warte, das ist gar kein Bus. Ja. Und für das Geld, was waren das, 78, 80 Euro oder so? Ich glaube 80 Euro. Ja, das kannst du in die Tonne kicken. Das ist rausgeschmissenes Geld. Ja. Vor allem dann mit der Lenkung, das ist auch so beschissen, das ist auch bei GTA besser. Ja, Kurbel. Vor allem, Digga, ich habe noch nie einen Busfahrer gesehen, der ohne Hände fährt. Also wenn du jetzt so längst, Digga, du siehst keine Hand. Es ja. Ist so unrealistisch. Du siehst sogar bei der Ego-Perspektive bei GTA die Hände. Oder bei SnowRunner zum Beispiel. SnowRunner, es lief wunderbar, SnowRunner. Du hast Kontext gesehen. Und dann sagen wir mal, welcher Bus hält mitten auf der Straße an, weil ein Fahrgast vergessen hat, auszusteigen. Ja. Oder welcher sagt mir ein Busfahrer, der aussteigt, wenn die Musik ihm zu laut ist. Digga, der macht eine Durchsage im Bus, wenn er jetzt nicht seine geschissene, verfickte Musik ausmacht, dann kriegt er einen Arsch und kriegt Schläge, Alter. Also, so habe ich schon mal öfters miterlebt. Ja. Ich bin früher auch ziemlich auf Bus gefahren. Digga, es wird kein, du kannst mir nicht erzählen, dass Busfahrer das freiwillig macht, Digga. Die sind froh, wenn sie auf ihren dämlichen Sessel sitzen und keine dummen Fahrgäste drin haben. Die würden sagen, ja Pech, ja, wäre ich ausgestiegen. Die würden auch niemals irgendeinen Fahrgast wecken. Wenn sie einen Bus putzen müssen und Feierabend machen so. Ja. Alt. Die wecken die anders. Falls du rein, oder? Ihr? Ja. Ja, Digga, schon wieder zu schnell, Alter.
wo es hier Ortschaft, dass du 50 fahren musst. Das ist auch voll unrealistisch. Du musst, da steht nur dran, sie fahren zu schnell, du kriegst diesen roten Punkt. Moment. Und dann irgendwann mal am Ende, das verfickte Scheiße, ich bin vorbeigefahren. Wie oft wollen sie wo am Ende vom Zahltag dann alles Dinge, ja. Sag mal. Weniger Geld bekommst, aber ja, es steht irgendwie Geschwindigkeit. Pass auf, das ist auch so ein Punkt. Welcher Fahrgast hat hier bitte im Bus seine, also ich komme hier nicht durch, seinen Regenschirm vergessen zuzumachen und hat einen halben in meine Decke reingeklebt? Ja, oder welche Fahrgäste schweben irgendwie im Bus oder auf dem Bus oder neben dem Bus oder in den Spiegel so. Gibt für mich auch keinen Sinn. Ja. Aber du kannst nicht mal Radio hören. Auch wenn es lizenzfrei wäre. Oder irgendwie nur eine Melodie, gar nichts. Das kannst du sogar bei GTA. Ja. Mit 20 verschiedenen Sendern. Du musst deine Musik selber einspielen hier. Ja. Und dann kriegst du von YouTube irgendwie Lizenzbeschwerde, Urheberrechte. Ja, da musst du selber singen. Oh, lieber nicht. Nee, ich glaube, das war nicht. Also, Lizenz, Urheberrechtsverletzung oder sonstiges habe ich bei dir keine Angst. Bei mir? Ja, also dass du so schön singst, dass YouTube das erkennt. Ja, nee, ich meine. Wenn du Dragon Ball oder was so Geier was da eine trällerst. Aber ich hab eher die Klagen von Schmerzensgeld, wenn du da eine singst im Kopf. Na klar. Ach, verdammte Kacke. Oh, Digga, die Hupe geht mir so auf die Eier, Alter. Die ist so laut, da kriegst du Ohrenschmerzen. Sein Urgroßvater, Mann. Ja, jetzt fährt der Pisskopf mir auch noch in den Bus rein, Alter. Junge Vater. Ja, Digga, die Lenkung absolut beschissen. Die sagt auch Tschüss. Ja. Genau das meine ich so. Aber wenigstens sind die Navis aktuell. Wenn du falsch fährst, dann zeigen sie dir eine andere Route an. Nö. Einzigste Vorteil, ja. Was ich auch komisch finde, die E-Busse. Die kommen nie im Leben, kommen die so weit, wie du deine Fahrgäste da transportierst. Das kann ich mir nicht erzählen. Du musst die ja nicht mal tanken oder so. Ja, gibt's nicht mal eine Ladeanzeige, wie voll dein Bus noch ist. Ja, gibt's schon, aber wird dann nicht mehr oder nicht weniger so. Warte, ich habe jetzt gerade eine Bushaltestelle, dann guck ich doch gerade mal. Kann ich da ein bisschen zoomen? Ich sehe das nicht mehr. Ich schalte die Brille nicht auf. Doch. Nicht auf. Ja, ich sehe da eigentlich so gut wie nicht, dass da irgendwas. Digga, die hängt auch mit dem Kopf im Bus drin, Digga. Ich glaube auch. Wahrscheinlich. Voll realistisch. Ja. Voll realistisch. Ja, vor allem die Bremsen, die sind auch voll unrealistisch, Digga. Was soll das? Fahr doch los, Alter. Vor dir steht nix. Außer Leute, ihr da draußen habt irgendwelche Vorschläge für uns, was wir zum Beispiel aufnehmen könnten. Würde mich auch mal interessieren. Oder vielleicht mal so einen Stream starten, ne? Von Dying Light. Wäre auch mal geil. Ihr könnt es auch mal gerne jetzt in den Kommentaren abstimmen. Wer dafür wäre, wer dagegen wäre, Spielvorschläge, alles mögliche. Ne. Und nicht wieder irgendwelche dummen Kommentare, Digga, ich schlaf ein. Safe, Digga, ich weiß ganz genau, wer das war. Kuss geht nicht raus an dich, du 31er. Digga, wenn du dieses Video siehst, ich schwör's dir. Guck
Kumpel hat letztens im Video kommentiert, ja, zum Einschlafen. Hashtag wild no homo. Digga, gib dir gleich nach Homo, Alter. Gott. Hallo, fahr doch! Digga, ich tu lieber nicht, da kriegst du Ohrenschmerzen, Alter. Ah, ja. Auch gleich einmal wieder der Ring rum. Ja, vielleicht krieg ich das in 5 Minuten. Hallo, bremst doch, Alter. Vielleicht krieg ich die... Da hatte ich ja noch ein 3 mit einem. Digga, fahr hey, jetzt. Hey, schon wieder Zahltag. Schon wieder. Was ist yeah. Du fährst eine kleine Strecke, kann das sein? Nö. Nee. Also halt mit zwischen Haltestellen kleine Abstände. Auch nicht so ganz. Nicht? Digga, was ist mit dir? Fahr doch. Hallo, da kommt nichts. So. Junge, fahr jetzt, Alter. Fahrstuhl im Lotto, Führerschein im Lotto gewonnen. Beim Fahrstuhl. Nee. Schlagloch. Dung, das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ja. Digga, laber kein Scheißdreck, da war nix. Es war nichts auf der Straße. Ist das am Schütteln? Nichts, nichts. Nur hin, bitte. Ich glaube, wir sind in der... Keine Matrix. Ahnung. So. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Ich bin im Bus, ich bin glücklich, das Wetter ist heute... Okay. Danke. Niemand kann mir heute sagen, ich brauche mehrere Fahrkarten. Okay. Verdammt. Wer sagt zum Teufel bitte, das Wetter ist okay, wenn es regnet? Keine Ahnung. Also wenn es regnet, ist das Wetter nicht okay. Also in meinen Augen ist Wetter okay, bewölkt, aber wenigstens wirst du nicht klatschnass, wenn die 5 Meter vom Einkaufstür zum Auto laufst, so dass du einmal klatschnass bist und du dastehst. Wie als wenn der im Garten in der Pool gesprungen wärst. Ja, oder beim Motorradfahren. Ach, selbst das, Gott. Ne, ich meine, dass das Regen beschissen ist. Ja, war die schon öfters, ne? Wir können damit leben. Danke. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Senioren einfach 2. So, jetzt will ich aber klar, hier auch mal ein bisschen was sehen. Hier, hier ist ein Foto meiner Katze. Oh, da haben wir einen Schutzfahrer. Hier. Oh,
Oh nein. Und der nächste. Ich hab sie verloren. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Oh, und Nummer 3. Ich hab sie vergessen. Hanne Gosch, ich rede nicht mit dir. Gut, ich nicht mit dir. Nein, ich rede mit meinem Busfahrer. Ja. Du redest mit deinem Busfahrer. Mit den Fahrgästen. Hallo, fahren. Naja. Junge. Also jetzt nochmal zurück zu dem Thema Grafik. Also grafiktechnisch würde ich mir echt was anderes wünschen hier. Ja. Da wieder, da kommst du von oben rein, hast schön Berge im Hintergrund, aber es sieht aus, da es regnet, aber es sieht aus, als wären da Löcher im Berg. Ja, wie sieht's bei dir aus? Moment, du müsst jetzt... Oh, keine ich Ahnung. Hätte gestern nicht so lang spielen sollen. Also... Kannst. Also, das war's mit der letzten Folge von Biss Simulator. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die letzte Folge noch. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn es noch nicht getan hat. Aktiviert auch gerne die Glocke. Genau das gleiche dürft ihr auch gerne bei Tiger machen. Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Schaut bei ihm vorbei. Lasst bei ihm Liebe da mit dem Like, mit dem Abo. Und aktiviert auch gerne bei ihm die Glocke. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder mit Dying Light. An der Stelle, Servus. Servus.